Hallo, guten Abend. Heute mal wieder aus meiner Wohnung in der Schmiedgasse. Haben Sie ihn schon ausprobiert? Was jetzt kommt, ganz wichtig? Den Corona-Schnelltest, den wir alle bekommen sollen. Jeder kann sich selbst schnell testen und kann schauen, hat er Corona oder hat er nicht. Ich bin ja mal gespannt, wie das wird und ob wir wirklich damit zurechtkommen. Weil ganz so angenehm ist dieser Test ja nicht. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen gemacht bekommen haben. Ich habe einen im Krankenhaus gemacht gekriegt. Da haben die mir in der Nase gebohrt. Ich hatte Angst, es kommt oben am Auge raus. Aber ich will ja keine Angst machen. Also, er soll ja kommen, der Schnelltest, wo wir uns selbst testen können. Wissen Sie, was mir eingefallen ist? So einen Schnelltest hätte ich auch gern für andere Gelegenheiten. Montags morgens, ich gehe zu meinem Chef in Wiesbaden, halte Schnelltest dran und sehe, wie er gelaunt ist. Zum Beispiel, ich komme von der Arbeit nach Haus, meine Jungs und Mädels hier in der WG haben Schnelltest, halten an mich ran und sehen, oh, der Markus ist schlecht gelaunt und gehen mir aus dem Weg, es passiert nichts. Morgens, ich komme zur Arbeit, treffe auf Kollegen, Schnelltest dranhalten, schauen, wie sie gelaunt sind. Oder Gottesdienst, sie treffen auf den Diakon, Schnelltest dranhalten, schauen, wie er gelaunt ist. So ein Schnelltest, der uns was über die Laune und die Befindlichkeit des anderen sagen würde, wäre doch was Gutes, oder? Er würde ganz vielen Missverständnissen vorbeugen und man würde auch nicht so ins Fettnäpfchen drehen. Sie wissen ja, wie das ist. Sie kommen schlecht gelaunt nach Hause und Ihre Frau, Ihr Mann überfällt Sie und will gleich was von Ihnen. Und schon ist der größte Krach vorbereitet. Hätten Sie den Schnelltest, könnten Sie dranhalten, würden Sie sehen, oh, schlecht gelaunt, gestresst, viel Ärger, ich halte mich lieber zurück. Gibt's aber leider nicht. Den Schnelltest gibt's nicht. Was kann man dann sonst machen, um vielleicht solchen Dingen ein bisschen vorzubeugen? Wie wäre es denn, wenn man abends schon mal eine Mitteilung macht? Also was weiß ich bin Chef, es kommt ein Angestellter rein, die sagt, ich habe gerade eben ein total schwieriges Telefonat, Vorsicht, ich habe noch so eine Krawatte. Dann weiß mein Kollege, Vorsicht, sprech den Schmuck mal eher nicht an. Oder er weiß, wenn ich ein böses Gesicht mache, woher das kommt. Und er bezieht sich auf sich. Oder Sie kommen nach Hause und Ihr Mann, Ihre Frau überfällt Sie, will gleich was. Dann sagen Sie doch einfach, oh Schatz, mein Tag war heute grausam, ich brauche eine halbe Stunde für mich. Das wird ganz viel Ärger vorbeugen und man wird sich viel weniger miteinander streiten, miteinander in die Haare kriegen. Ich glaube ab und zu mal so eine kurze Selbstmitteilung, das muss jetzt nicht in epischer Breite sein, über die eigene Befindlichkeit würde den anderen ein ganzes Stück voranhelfen. Nicht umsonst tun wir, wenn wir Pastoralteam haben, uns immer kurz erzählen, was wichtig die letzte Woche war und wie es uns gerade geht. Weil dann kann ich es einschätzen, was mein Gegenüber gerade hat und wie es sich fühlt. Und wissen Sie, manchmal ist es ganz gut, wenn ich weiß, der andere hat einen schlimmen Tag hinter sich oder er ist gerade übel gelaunt, spreche ich manche Dinge auch nicht an. Also wenn ich nochmal bei meinem Chef in Wiesbaden reinkomme, möchte vielleicht für meine Einrichtung ein neues Auto, und ich würde am Schnelltest sehen, heute nicht gut gelaunt, würde ich das Thema lieber gar nicht ansprechen. Und meine Kollegen machen es bei mir ja genauso. Wenn ich denen sage, ich habe einen furchtbaren Tag, gehen sie halt wieder. Natürlich könnte man sagen, der intellektuelle Mensch müsste es hinbekommen, diese schlechte Laune hinten anzustellen und sofort umzuschalten. Aber seien wir mal ehrlich, wer von uns kann das schon? Also, nicht nur Schnelltests für Corona, die bestimmt sinnvoll und gut sind, auch Schnelltests, um so sehen, wie mein Gegenüber gerade drauf sind, wären was Gutes. Ob der Corona-Schnelltest kommt, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie sich drauf schaffen, dass Sie sich einfach Ihrem Gegenüber mitteilen, wie Sie gerade gelaunt sind, ohne ein großes Hohohai darum zu machen, macht es bestimmt vieles einfacher. Das wünsche ich Ihnen, dass das Ihnen gelingt, damit Ihre Beziehungen, in denen Sie leben, gut gelingen. Ich lade Sie ein, dass wir den Vater unser beten, dass wir miteinander so umgehen, offen und ehrlich, ja, und uns auch mitteilen können, uns trauen, uns mitzuteilen, wie es uns gerade geht, um dadurch Kommunikation zu vereinfachen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Moment. Wie ist denn Ihre Laune? Machen wir einen Schnelltest. Scheint ganz gut zu sein. Also, dann wünsche ich Ihnen einen guten Abend und bleiben Sie behütet. So segne und behüte euch an diesem Abend und alle, die ihr gerne habt, Gott, der euch gerne hat, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bis morgen. Ciao.